Super Sort Metal, the next step in resource mining. From the experts in Super Sort technology. Can pure metals and even precious metals be recovered from waste, thus closing the material cycle? This is precisely what the company DHZ in Switzerland is doing with its SuperSort technology. Wir sind ausgerichtet, um Metallgemische hier aufbereiten zu können. Es geht darum, einerseits Nicht-Eisenmetalle aus MVA-Schlacken aufzubereiten. Andererseits geht es auch um Produktionsrückstände aus der Industrie und aus dem Metallhandel hier weiterverarbeiten und in reine Produkte überführen zu können. In Oberglatt, a new facility is built to recover valuable metals from metal compounds, shredder waste and other metal-containing waste. Accepted materials include non-ferrous metals from incinerators and bottom ash treatment plants, as well as shredder waste from the recycling of automobiles and electronics. The input material is transferred by conveyor belt to the treatment plant. In the refinement phase, the input material is broken apart by means of a liberating process. This produces single particles which can be sorted. Bei der Freisetzung geht es darum, Verbünde, die es zum Teil aus thermischen Prozessen gibt, wo zum Beispiel Aluminium mit Mineralik verschmolzen ist oder mit anderen Metallen, diese zu lösen, die Sollbruchstelle ausfindig zu machen und die Metalle aufzuschließen, damit man möglichst wenig Verlust hat und gleichzeitig die Metalle in den darauffolgenden Prozessen rein herstellen kann und sortieren kann. The next step is the segregation of light materials and ferrous metals. Using sieves, the material is divided up into large and small grain sizes. Bei der Klassierung geht es darum, dass man die Materialströme in gleiche Korngrößen aufteilt, um damit eigentlich sicherstellen zu können, dass die Sortierung auch richtig funktioniert. Finally, the light metal aluminium is separated from the heavy metals, such as copper, lead or brass, using a density separation process. Das Ziel dieser Prozesskette hier ist es, Produkte herstellen zu können, die man im Endverarbeiter übergeben kann. Einerseits Aluminium wieder in die Schmelze überführen, andererseits geht es darum, Schwermetallgemische an die bestmögliche Partei übergeben zu können, die daraus wieder die Wertstoffe in den Kreislauf rückführen kann. The results are admirable. Pure aluminium and pure heavy metal mixtures, which, depending on the input material, contain mainly copper. This dry mechanical treatment process is kept virtually dust-free through a dust suppression unit that cleans 300,000 cubic meters of air per hour. Using high-tech analysis and quality control systems, the material is graded, the process is managed, and continuously optimized by our specialists. The recovery of these metals ensues from already existing waste streams in industry and the technical and construction sectors. Resource mining with SuperSort metal. Conservation of primary resources. Innovative, multifunctional, powerful. A winner for the environment, for the community, and for a clean future.